erwarte von heute Abend, dass ich unheimlich viele bekannte Gesichter wiedersehe, viele Freunde wiedersehe. In so einem Haus, das so kreativ ist und so viele Inhalte auch zu bieten hat, das ist etwas, wo wir stolz sein können und was wir uns erhalten müssen. Wir haben ja dieses Jahr das Motto Kreativität. Das ist generell das Motto von Bertelsmann in diesem Jahr. Egal über welches Medium, kreative Inhalte werden immer eine Rolle spielen. Das ist das, was die Menschen konsumieren. Und ich glaube, wenn man in das Gebäude reinkommt, sieht man, dass Bertelsmann für Kreativität und kreative Inhalte steht. Ja, Kreativität ist ja Kernelement von unserem Unternehmen. Wichtiges Motto für den Abend, aber natürlich eigentlich einer der Kernerfolgsfaktoren für Bertelsmann. Ein wunderbares Ambiente hier natürlich an einem der schönsten Orte in Berlin, mitten in Berlin, mit diesem historischen Gebäude und dann natürlich mit dem, was dazugehört, eine Party zu machen. Alles passt. Bertelsmann bringt ja die Showbranche, die Politik, die Wirtschaft hier zusammen. Diese Kombination macht es einfach aus, dass man hier wirklich über alles sprechen kann, verbindet das Unerwartete miteinander. Das passiert hier und das ist einfach schön. Im Bertelsmann ruft, dann kommt man natürlich. Man sieht Freunde und Bekannte wieder, die man dann länger nicht gesehen hat. Und das ist das perfekte Ambiente für ein Get-Together. Naja, das Besondere für mich ist mal, das ist der große Bertelsmann-Palast, ne? Da kommt ja nicht jeder rein. Wir sind da und ich finde es ganz spannend, dass jede Etage ein Motto hat. Finde ich ganz cool. Wir sind natürlich auch immer sehr glücklich, da dabei zu sein und ich finde auch hier die Party oben auf der Dachterrasse was ganz Besonderes. Na, Kreativität ist ja mein Lebenselixier. Ohne Kreativität würde es Olivia Jones nicht geben. Wir haben die Fähigkeit, Fantasie zu haben und Ideen zu entwickeln, kreativ zu sein, Dinge wahrzunehmen, aufzusaugen und anders wiederzugeben. Ich denke mal, für einen Koch ist Kreativität das A und O. Also man kennt verschiedene Produkte, man kennt verschiedene Geschmäcker. Man kann aber jeden Tag irgendwie alles neu kombinieren und das ist, glaube ich, so ziemlich das Kreativste, was man machen kann. Das ist die Medienveranstaltung des Jahres und ja, Stichwort Kreativität. Hier trifft man halt irrsinnig viele Menschen, die kreativ sind, aus ganz unterschiedlichen Bereichen. Und sich mit diesen Menschen auszutauschen, das wiederum fördert die eigene Kreativität. Das ist der Grund für mich, warum ich hier bin.